Einen schönen guten Morgen für das Thema Berechtigungen, Berechtigungseinstellungen noch sicher sind. Ich begrüße Sie, mein Name ist Rolf-Udo Gilbert, die einen oder anderen kennen mich schon. Das ist nicht das erste Mal, dass wir über Berechtigungen Webinare machen. Wir machen das mit unserem Partner IB Solution zusammen. Daher die drei Logos oben, auch das Thema Sams von Zeiting kommt bei dem ein oder anderen Webinar zum Ausdruck. Auch hier sind wir Partner. Die Dobis ist seit 15 Jahren aktiv im Berechtigungsumfeld und natürlich auch mit den Anforderungen in neue Gebiete gestartet, auch in das Thema Qualitätssicherung. Wir haben das vor einigen Jahren begonnen. Jetzt sind wir auch da cloudfähig geworden. Also die Zeiten ändern sich. Sie erhalten heute ganz neue Informationen. Und ich hoffe, dass Sie spannend sind. Sie wissen, Sie können Fragen stellen, die wir dann am Ende beantworten. Machen Sie rege Gebrauch davon, umso lebendiger wird das Webinar. Was erwartet uns heute? Was erwartet uns heute? Ich stelle die Frage immer wieder den Unternehmen, wisst ihr eigentlich, wie die Berechtigungen sauber eingestellt sind oder wie sie überhaupt eingestellt sind? Wisst ihr eigentlich, ob sie sicher sind? Und wenn das Ganze dann an der Stelle nicht klar beantwortet werden kann, dann auch der Hinweis, wie gehe ich da am sinnvollsten mit um? Wo fange ich an? Und das soll im Grunde eigentlich heute das Thema des Webinars sein. Was wir heute in vielen Folien zeigen, ist unser neues Werkzeug, was wir jetzt fertiggestellt haben. Wir haben es migriert von einer Inhouse-Lösung in eine Cloud-Lösung und ich werde dann ab und zu auch mal wechseln mit dem Bildschirm, sodass Sie wirklich auch live dieses Werkzeug erleben. Die letzte Viertelstunde werden dann Ihre Fragen beantwortet und so hoffen wir, dass wir eine lebhafte Stunde jetzt vor uns haben. Ich stelle immer am Anfang diesen Lifecycle als Einstiegsbild dar. Das heißt, wo ist dann das Thema Berechtigungen im Compliant Identity und Access Management denn überall vertreten? Berechtigungen sind die Basis. Wir starten, wenn wir dieses Thema bei den Kunden angehen, in der Regel mit einer Analyse, um einfach zu sehen, wie ist denn der Status quo. Aber wenn wir dann die Berechtigungen überarbeitet haben, wie auch immer, da komme ich drauf zu sprechen, wenn wir die Benutzerzuordnungen für die neuen Rollen gemacht haben, dann sind wir sicher. Aber das Thema ist ja nicht, dass es dann aufhört, dass das Thema Berechtigungen dann im Unternehmen statisch weiterläuft, sondern es kommen immer neue Anforderungen. Und denken Sie bitte auch dran, wenn Sie eine Berechtigungsanalyse haben wollen, dass das auch ein kontinuierlicher Prozess sein muss, dass man alle Vierteljahr, alle Monat, wie auch immer, dann nachschaut, je nach Häufigkeit auch der Änderungen. Bin ich noch sauber? Sind meine Rechte noch richtig eingestellt? Was eben auch kommt, dass die Anforderungen im Unternehmen von den Wirtschaftsprüfern immer auch stärker zunehmend stärker werden. Das heißt, ich muss meine, wie es so schön heißt, Segregation of Duty Matrix dann auch anpassen. Ich habe selbst erstellte Programme. Das heißt, der Zwang, immer wieder mal nachzuschauen und zu gucken, ob das alles sauber eingestellt ist, der ist da. Das heißt, eine einmalige Analyse hilft einem für die Überarbeitung. Aber das ist eigentlich das Wesentliche, dass ich immer wieder aussagefähig bin, auch vor jeder Wirtschaftsprüfung dann nochmal reinschaue. Deswegen an diese beiden Stellen müssen wir uns erinnern, wenn wir jetzt die nächsten Folien sehen, wo das Ganze denn eben auch dann hingehört. Wir haben ein Werkzeug entwickelt für die Analyse der Berechtigungseinstellungen, der Benutzerzuordnungen. Und dieses Werkzeug ist in verschiedene Kapitel eingeteilt. Wir haben ein Infosystem, wo man sehen kann, wie die Berechtigungen eingestellt sind, bis auf Feldwert runter. Wichtig ist auch, das ist keine
lineare Geschichte, sondern wir können hier dann immer wieder in die einzelnen Berechtigungen hineingucken, wie sind sie zugeordnet und. Die Einzelrolle, wo gehört die zur Sammelrolle? Das heißt, dieses Infosystem ist sehr verschachtelt, sodass ich mit einer Fragestellung mich sauber durchhangeln kann und zu allen anderen Themen auch eine Antwort dafür bekomme. Dann gibt es das Thema Korrekturmanagement. Wenn ich weiß, wo ich etwas tun muss und ich bekomme hier auch Handlungsempfehlungen mit der Analyse geliefert von dem Werkzeug, da wird geschrieben, die Zuordnung überprüfen, das ist eine Key-User-Rolle, die sollte bitte schön nur Key-Usern zugeordnet werden. Dann kann ich jederzeit auch gucken, ob das auch so ist und kann dann letztendlich sagen, oh, der Herr Müller, dem sollten wir eigentlich diese Berechtigung entziehen. Das heißt, ich habe hier ein Korrekturmanagement, wo ich anhand der hochgeschlagenen Probleme dann auch mir eine To-Do-Liste erstellen kann, um dann mit dem Profilgenerator oder wie auch immer an die Rollen zu gehen und Schritt für Schritt die Dinge dann auch zu bearbeiten. Das ist die beiden Themen. Das sind Themen, die sich direkt um die Rollen und die Benutzerzuordnung kümmern. Jetzt gibt es aber auch, wenn ich, sage ich mal, an der Basis meine Hand angelegt habe und irgendwann sage, so, jetzt reicht es, jetzt schaffe ich es nicht mehr weiter, gibt es natürlich auch das Thema, dass ich nicht alle Risiken wegbekomme. Ich habe eine ganz, ganz große Einzelrolle mit x Transaktionen, die sich beißen. Dann wird es schwierig, immer wieder auch das Ganze zu zerlegen. Man muss auch immer im Hintergrund beachten, was mache ich dann an den Prozessen, laufen die noch durch. Ich werde, das ist unsere Erfahrung, ich werde nie alle Risiken wegbekommen. Es gibt einfach kleinere organisatorische Einheiten, wo ein, zwei Mitarbeiter sehr viel tun sollen, müssen. Da muss ich anders dran gehen. Das heißt, ich habe dann einen zweiten großen Block nach dem Info- und Korrekturmanagement. Das ist das Compliance-Management. Da schaue ich jetzt nicht mehr auf die einzelnen Rollen. Da schaue ich letztendlich ganz gebündelt auf die Risiken und bewerte die und sage, dieses Risiko ist relevant, dieses Risiko ist nicht relevant und welche Maßnahme hinterlege ich denn, um dieses Risiko, wenn es dann relevant ist, zu reduzieren. Das heißt, wir brauchen an der Stelle mehr Transparenz und Sicherheit, die bekomme ich durch dieses Werkzeug. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, und ich gehe mal davon aus, dass hier auch einige IT-Mitarbeiter zuhören, die Arbeitserleichterung und die Kostensenkung. Das heißt, ich muss nicht mit der Stange im Nebel rumstochern, um die Probleme zu analysieren, die Probleme zu finden, sondern das Tool analysiert nach gewissen Kriterien die Problemstellungen und gibt mir eben dann Empfehlungen für Maßnahmen, die ich treffe. Jetzt kommt ein zweites Thema, das Tool prüft. Wir haben eine ganze Menge an Prüfalgorithmen in das Tool hineingenommen. Das sage ich nur als ein Punkt, DSAG-Prüfleitfaden, ich sage Segregation of Duty-Tabelle und. Das heißt, in diesem Tool steckt eine Menge an Prüfroutinen drin, die wir aus den Erfahrungen der letzten Jahre dort eingebaut haben, aus den Erfahrungen von Wirtschaftsprüfern, aus Erfahrungen von Audits. Das heißt, hier ist vieles eingeflossen, sodass wir relativ umfängliche Prüfalgorithmen haben, die Ihnen dann letztendlich auch wieder die Sicherheit geben, nichts zu übersehen. Wie sieht es in der Regel aus? Wir haben gewachsene Strukturen, über Jahre gewachsene Rollen, die sind immer mächtiger geworden und irgendwann heißt es mal, wir haben zu viele Rechte bei den Anwendern. Wie komme ich da weg? Wie komme ich an der Stelle auch zu sauberen Rolleneinstellungen? Und das ist natürlich mit einem sehr hohen administrativen Aufwand verbunden, wenn ich das alles dann Schritt für Schritt abbaue, reduziere. Ich sage nur Datenschutzgrundverordnung, Minimalprinzip. Also es ist eine ganze Menge, die sich über die Jahre anhäuft. Wir prüfen, das habe ich vorhin schon mal kurz genannt, wir prüfen nach verschiedenen Kriterien, hier sind einige aufgeführt. Wir machen eine SOD-Analyse, wir gucken nach Funktionstrennungsvorschriften,
Wir schauen nach den Empfehlungen des DSAG-Prüfleitfadens. Wir schauen, ob Transaktion in größeren Bandbreiten in den Rollen eingetragen ist. Wir schauen bei Eigenentwicklung, ob der Authority-Check auch implementiert ist. Verwendung von Sternwerten in sensiblen Feldern wie ACTVT und so weiter. Wir schauen auch, ob Anzeigerollen wirklich Anzeigerollen sind. Also wir haben sehr, sehr viele Prüfungen innerhalb unseres Tools. Und jetzt gehen wir auch schon mal Richtung Tool. Ich möchte da die Folien dann auch relativ kurz halten. Das habe ich schon erläutert. Dieses Tool hat ein Teil Korrektur- und Informationsmanagement. Hier liefert QScan unmittelbar verständliche Auswertung. Das ist ganz wichtig, sie soll verständlich sein. Ich muss auf das Risiko hingewiesen werden, warum denn wir hier an der Stelle Handlungsbedarf sehen. Und Sie erhalten auch eine exakte Beschreibung der Korrekturbedarfe, was im Einzelfall zu tun oder zu prüfen ist. Wenn diese Überarbeitung an den Rollen dann irgendwo endlich und zu Ende gekommen ist, das ist zum Teil eben auch sehr aufwendig, je nachdem, wie gewachsen und wie die Strukturen in der Vergangenheit sich gebildet haben, dann sage ich, okay, jetzt habe ich soweit alles sauber eingestellt, jetzt bekomme ich nichts mehr Gravierendes verändert und dann muss man sich über die verbleibenden Risiken, die dann noch existieren und die existieren immer. Ich kenne kein Unternehmen, wo ich nicht nachher trotz sauberer Überarbeitung Risiken habe, dann muss ich mir eben Gedanken machen, wie ich die Risiken dann minimiere, wie ich dann an der Stelle die Sicherheit gewährleiste, indem ich eben Maßnahmen definiere wie vierwöchentliche Stichprobe, Inventur oder was auch immer. Und entscheidend ist an der Stelle, ich bekomme nicht das Risiko nur angezeigt, sondern ich bewerte es, ich sage, was ich damit tue, sodass ich nachher auch verantwortungsbezogen demjenigen eine Liste herausdrucken kann und sagen, das sind die Maßnahmen, die wir gemeinsam bei diesen Risiken für dich besprochen haben, bitte durchführen. Da steht auch der Turnus drin. Das heißt, die Risiken werden auf der einen Seite ermittelt und dann werden sie, und da brauchen Sie den Fachbereich in der Regel dazu, bewertet, wenn Sie nachgelagerte außerhalb der IT nachgelagerte Prüfungen haben, wie zum Beispiel beim Zahllauf, und Sie haben hier in der IT ein Risiko, dann kann ich sagen, das Risiko ist eigentlich keins, weil ich ein Vier-Augen-Prinzip nachgelagert hinter der IT habe. All das muss eben bewertet werden. Und dafür ist ein Compliance-Management so, dass Sie auch dann eine wunderschöne Unterlage haben, die und die Risiken sind noch existent und so habe ich sie bewertet und die Dinge werden getan, um die Risiken auch an der Stelle in den Griff zu bekommen. Im Sinne eines IKS, internen Kontrollsystems, das heißt, Sie haben eine Dokumentation in dem Tool und wenn Sie dann neu laufen lassen, ein zweites, ein drittes Mal, bekommen Sie im Grunde eigentlich nur das Delta, das heißt, was ist neu dazugekommen durch Veränderungen und so ist die Arbeit, die Sie mit dem ganzen Risikomanagement haben. Wenn einmal die Risiken beschrieben sind und bewertet sind, dann auf ein ganz, ganz geringes Maß reduziert. Und was brauchen wir natürlich an der Stelle? Wir brauchen eine saubere Berichtssituation. Wir haben einen Überblick über die Risiken, die noch offen sind, die Risiken, die bewertet sind. Wir können das pro Lokation, pro Abteilung machen, für das Gesamtunternehmen aus verschiedenen Blickwinkeln, so dass Sie auch für die Wirtschaftsprüfer und für andere, auch für die Geschäftsleitung, da saubere Management-Reports haben. Das ist das, was das QScan liefert. Und jetzt gehen wir mal ins Informationssystem rein. Das Informationssystem, das zeige ich Ihnen auch gleich nochmal im System selbst, ist gegliedert nach vier verschiedenen Einheiten. Die erste Einheit ist einfach eine Information über Anwender und Rollen. Die zweite Einheit ist dann schon Probleme, die wir gefunden haben, zum Beispiel Anzeige von Einzelrollen mit
Bearbeitungsaktivität. Das heißt also, hier steckt in einer Anzeigerolle ein ACDVT-Stern oder irgendetwas. Das heißt TCD-Konflikte und. Das heißt, hier haben wir schon die ersten Problemstellungen, die wir sehen, wo Handlungsbedarf vorliegt. Dann haben wir Einzelrollen mit kritischen Werten, das heißt Einzelrollen mit umfänglichen Zahlrechten zum Beispiel und. SA 38 und P-Group Stern. Und als vierten Block, der Block der Funktionskonflikte. Hier sehen Sie zum Beispiel alle Einzelrollen, wo ein Funktionskonflikt ist. Es ist zu empfehlen, in jedem Rollenkonzept, dass Einzelrollen risikofrei sind, soweit es geht. Wenn natürlich eine Einzelrolle eine SA 38 hat, die in sich riskant ist, kriege ich die natürlich nicht risikofrei. Aber man sollte versuchen, so viel wie möglich Einzelrollen risikofrei zu bekommen, damit ich nachher bei der Zuordnung oder bei der Aggregierung nicht noch aus den Einzelrollen Risiken bekomme, sondern nur aus der Zusammensetzung der Rollenkombinationen. Wir schauen uns im Infosystem jetzt mal die rot unterlegten an. Jetzt versuche ich mal zu wechseln auf das Tool. Meld mich mal da an. Sie sehen hier das Tool, Sie sehen hier das Informationssystem, Sie sehen hier Detailauswertungen. Und wir gehen jetzt mal aufs allererste, damit Sie mal sehen, wie sowas aufgebaut ist. Wir gehen jetzt mal auf die Anwender, eine ganz einfache Information auf die Anwender, welche Einzelrolle denen zugeordnet ist und in welcher Sammelrolle diese Einzelrolle steckt. Das heißt, das ist eine ganz normale Übersicht. Ich kann mir an der Stelle eben dann auch mal die Einzelrolle anschauen. Ich sehe hier die einzelnen Ausprägungen und ich kann an der Stelle auch sagen, wem ist die Einzelrolle zugeordnet. Hier habe ich die Anwender, dieser Einzelrolle zugeordnet ist, und Sie sehen schon, wir versuchen, die Anwender zu katalogisieren. Das heißt, in welcher Lokation sind sie, in welcher Abteilung sind sie. Sie werden hier einiges ohne Abteilungszuordnung haben. Da ist einfach diese Eintragung noch nicht vorgenommen. Und ich kann auch sagen, diese Einzelrolle steckt in den Sammelrollen drin. Also ich habe eine sehr, sehr schöne Informationsbreite über meine ganzen Rollen. Strukturen über das Design meiner Rolle. Das ist das eine. Ich gehe aber jetzt auch noch mal auf das Informationssystem und zeige Ihnen noch eine andere. Also zum Beispiel habe ich hier Anwender mit Einzelrollenzuordnung, wo die Einzelrolle zusätzlich zur Sammelrolle zugeordnet ist. Wenn Sie jetzt hier einen Anwender haben, dann sehen Sie bei diesem Anwender, dass ich hier eine Einzelrolle habe, die zugeordnet ist und diese Einzelrolle noch über die Sammelrolle zugeordnet ist. Und Sie können an der Stelle natürlich auch wieder klicken, sich die Einzelrolle angucken, sich die Anwender anschauen und haben da einen ganz guten Hinweis für die erste Überarbeitungsmöglichkeit. So, jetzt gehen wir mal in eine weitere Auswertung. Hier habe ich zum Beispiel eine Anzeigenrollenübersicht mit Bearbeitungsaktivität. Hier habe ich zum Beispiel jetzt BC, FI, also da gibt es überall, ich kann auch hier filtern über BC, ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte nur mal die BC-Rollen haben, konnten keine Datensätze gefunden werden, dann habe ich hier an der Stelle eben falsche Eingabe gemacht. Hier kann ich weitergehen, ich kann zum Beispiel zu CA gehen, das heißt alle möglichen Kombinationen sind hier möglich und Sie sehen hier bei ACTVT, das ist eine Anzeigerolle, hier steht Anzeigen zum Beispiel, da ist bei der Anzeigenrolle ein ACTVT 01 hinterlegt und jetzt muss ich mir an der Stelle schon überlegen, will ich sowas in einer Anzeigerolle haben, in der Regel natürlich nein. Und da sollte ich entweder die Rolle zu einer Bearbeitungsrolle machen und eben auch die Bezeichnung dann ändern. Oder ich muss den ACTVT-Wert ändern, damit es eine reine Anzeigerrolle ist. Also das sind schon die ersten Hinweise, wo eventuell Handlungsbedarf ist.
Jetzt gehe ich aufs Informationsübersicht und schaue mir mal zum Beispiel Anwender mit umfänglichen Zahlrechten an. Hier habe ich zum Beispiel Anwender, die können den Vorschlag ausführen und auch den Zahllauf. Das ist klassisch ein Konflikt. Die, die Zahlvorschlag machen, sollten nicht Zahllauf machen, damit ich das sauber nachher trennen kann. Gerade in Kombination zum Beispiel mit Kreditoren, Stammdatenpflege und so weiter und so weiter. Das wird aufgeführt. Und hier sehen Sie auch die ganzen Anwender. Und jetzt ist zu überlegen, ob man jetzt die Rolle trennt, ob man die Zuordnung wegnimmt. Das müssen Sie natürlich entscheiden, wie Sie an der Stelle hergehen. In dem Falle würde ich eher vorschlagen, dass man aus dieser Rolle zwei macht, sodass man einen echten Zahllauf hat, einen echten Zahlvorschlag hat und dann dezidiert zuweist. Jetzt haben wir als letztes vom Infosystem haben wir zum Beispiel Einzelrollen mit Funktionskonflikten. Jetzt machen wir hier mal FI. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Das sind Z-Rollen. Sie sehen hier, und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, zwei Funktionen. Wir haben, um eben nicht immer nur auf Transaktionsebene runterzuschauen, sondern einen groberen Einstieg zu haben, die Transaktionen gebündelt, die eigentlich zusammengehören. Das heißt, wir haben die gebündelt in Funktionen, zum Beispiel Vertrieb, Auftragsabwicklung. Wir haben die zum Beispiel gebündelt in Debitoren-Kreditmanagement oder Debitoren-Fakturierung. Das heißt, alle Transaktionen, die zu diesem Thema passen, sind gebündelt. Und jetzt gibt es natürlich das Problem, dass wenn jetzt solche zwei Funktionen aufeinandertreffen, wo letztendlich Transaktionspaar oder mehrere Transaktionspaare drinstecken, die in sich ein Risiko darstellen, dass ich hier die Information auf der einen Seite habe und eben dann auch den Hinweis, was denn für Konflikte da sind und wo ich gegebenenfalls angreifen soll. Wenn ich jetzt hier auf die Einzelrolle gehe, dann sehe ich die Einzelrolle in dem Falle und hinten sehe ich zum Beispiel auch die Transaktionscodes, wenn ich weiter runter gehe. Ja, und hier sind Transaktionen in Kombination, die zu eben solchen Konflikten führen. Ich kann auch schauen, welchen Anwendern die zugeordnet sind. Und jetzt kann ich sagen, okay, wenn das zum Beispiel jetzt ein Key-User ist, dann ist das in Ordnung. Wenn das aber ein normaler Facharbeiter ist, die Frage, braucht der wirklich so eine Rolle mit so umfangreichen Rechten, die in sich dann ein Risiko darstellen? Hier habe ich die Möglichkeit eben wirklich auch dezidiert zu fragen. Ich kann zum Beispiel schauen, in welchen Sammelrollen diese Einzelrollen vorkommen. Also ich habe eine ganz umfangreiche Information über die ganzen Themen und das steckt in dem Informationsmodul drin. Gehen wir nochmal auf das Menü zurück. Das steckt auch in dem Informationsmodul drin. Das sind eigentlich aus vielen, vielen Blickwinkeln heraus Dinge betrachtet, wo man sagen, da sollte ich Hand anlegen. So. Und Hand anlegen heißt, ich gehe in den nächsten Bereich, ich gehe ins Korrekturmanagement. Im Korrekturmanagement sind jetzt all die Dinge aufgeführt, die in dem Informationssystem als Problemstellung herausgekommen sind. Denn es nützt mir ja nicht die Information, ich möchte ja sagen, was mache ich damit? Ich habe zum Beispiel hier eine Einzelrolle, eine Basisrolle, die in Kombination die SM37 hat mit dem DT-CAD-Min. Das heißt, dieses Recht zum Beispiel für Löschen aller Hintergrundjobs ist nur an Systemadmin zu vergeben, so dass diese Kombination eben überprüft werden muss. Und ich kann jetzt mal sehen, an wen ist denn eigentlich diese Rolle vergeben? Das hier nochmal die Einstellungen. Und hier kann ich sagen, sind das alles Systemadministratoren? Nein, der und der ist es nicht.
und dann kann ich wieder zurückgehen, und das ist das Entscheidende jetzt, und kann sagen, da möchte ich jetzt einen Benutzer wegnehmen, weil der kein Systemadministrator ist, und kann sagen, hier, ich stelle ACTVC ein, oder ich sage Benutzer entfernen, Benutzer XYZ entfernen, und das muss ich vielleicht nochmal klären, da ist mir noch nicht ganz sicher, oder ich sage, das ist sicher, dann sage ich umsetzen, dann sage ich speichern, und jetzt habe ich eine To-Do-Liste erstellt, wenn ich jetzt all die Punkte bearbeite, die mir quasi aus dem Informationssystem herausgefallen sind, und sage, das und das sollte ich tun. Ich kann eben auch sagen, da tue ich nichts, weil das akzeptiert ist. Das sehen Sie hier, Einstellung wird in Basisrolle akzeptiert. Das heißt, ich kann mir eine wunderschöne To-Do-Liste machen. Ich kann dann nachher auch filtern und sagen, ich möchte jetzt die FI-Rollen haben, so dass ich letztendlich, wenn da klären steht, noch einmal mit den FI-Verantwortlichen das abstimme, und dann kann ich hergehen und diese To-Do-Liste Schritt für Schritt abarbeiten. So, jetzt gehe ich nochmal in das Thema Folie. Können wir mal ganz schnell durchblättern, damit wir da wieder auf den Stand kommen. So, jetzt ist das Thema behandelt, wo ich sage, hier sollte ich an den Rollen Hand anlegen. Das heißt, wir haben aufgezeigt, Verwendung des Sternwerts in sensitiven Feldern, zum Beispiel Anzeigefelder mit ACTVT Stern und so weiter, Transaktionen in größeren Bandbreiten, das habe ich jetzt nicht aufgeklappt, aber das ist auch ein Element, wo ich mir anzeigen lassen kann. Und ich bin auch hergegangen und habe gegebenenfalls große Einzelrollen, die kritisch sind, in zwei, drei Einzelrollen aufgesplittet, damit ich saubere, risikofreie Einzelrollen habe und, und. Das heißt, ich habe all diese Dinge habe ich abgearbeitet. Das hat mir aber an der Stelle noch nicht alle Risiken eliminiert. Denn was kann passieren? Ich habe eine Außenstelle, da gibt es einen Herr Müller im Lager, und der ist alleine und der soll zählen und bearbeiten. Das heißt, Inventur bearbeiten habe ich jetzt sauber getrennt als eigene Einzelrolle. Inventur zählen habe ich sauber getrennt als Einzelrolle. Aber der Prozess sieht so aus, dass eben er beides tun soll. Ob ich das jetzt in eine Sammelrolle packe oder in zwei Einzelrollen, das sei dahingestellt. Aber er soll alles tun. Und jetzt habe ich mit QScan erkannt, aha, das ist ein Problem. Das ist ein Risiko, ein potenzielles Risiko. Und jetzt muss ich an der Stelle hergehen und dieses Risiko bewerten. Wenn das jetzt ein Außenlager ist, wo riesen Stahlträger gelagert sind, dann ist das Risiko ein bisschen geringer, als wenn ich jetzt ein Lager habe mit iPhones. So ein Stahlträger nimmt keiner mal über die Schulter mit. Aber so ein paar iPhones verschwinden halt schon auch mal gerne. Und deswegen ist es immer entscheidend, ich habe zwar rein theoretisch ein Risiko, weil nämlich Inventur zählen und bearbeiten nicht in einer Hand liegen soll. Aber ich muss immer noch sagen, bei dem Lager betrifft es das Unternehmen und bei dem Lager betrifft es das Unternehmen nicht, weil einfach die Wahrscheinlichkeit, dass da was wegkommt, relativ gering ist. Also Risiken alleine, die ich jetzt mit QScan aufgezeigt habe, bedeuten noch nicht, dass da Handlungsbedarf besteht. Risiken sollten und müssen erstmal bewertet werden. Und wenn ich dann sage, okay, das ist ein iPhone-Lager, dann muss ich mir auch überlegen, wie ich da eventuell mit Stichprobe und so weiter dieses Risiko des Schwundes dann auch reduzieren kann. Das heißt, ich bin jetzt hier weitergegangen und habe an der Stelle meine Rollen ja bearbeitet. Und jetzt habe ich als neuen Punkt, neues Teil, nämlich das Compliance Management, noch Restrisiken, die muss ich bewerten. Und wie passiert das? Das heißt, ich gehe wieder in mein QS-Doc und gehe ins Compliance Management und schaue mir die restlichen Risiken an.
Machen wir hier mal Dortmund. So, das sind jetzt die übrig gebliebenen Risiken. Und Sie sehen, diese Risiken sind nicht auf der Ebene von Transaktionspaaren ausgewertet, sondern auch hier haben wir wieder gesagt, das ist viel zu detailliert, wenn ich das auf der Ebene mache. Ich muss es über Funktionen betrachten. Ich habe hier zum Beispiel eine Funktion, die heißt Auftragsabwicklung und Kreditorenmanagement. Und wenn die zusammenkommt, ist das ein Risiko und das sollte ich bewerten. Sie sehen hier, FI-Archivierung ist an sich ein Risiko. Das ist noch offen, da habe ich noch nichts bewertet. Dieses Risiko ist bereits schon bewertet. Da schreibe ich nämlich Stichprobenkontrolle, Auftragsänderung monatlich. Das heißt, der erste Schritt ist jetzt, dass ich alle meine Risiken, die ich hier gefunden habe, dass ich die Risiken jetzt bewerte und das mache ich sinnvollerweise mit jemand aus dem Fachbereich. Ich glaube nicht, dass die IT an der Stelle alleine in der Lage ist, das Risiko zu bewerten und auch Maßnahmen dahinter zu legen. Das Risiko ist hier so beschrieben, dass auch der Fachbereich versteht, was mit dem Risiko gemeint ist. Wenn Sie hier auf Transaktionsebene abgleiten, dann ist der Fachbereich meistens nicht in der Lage, das sauber zu bewerten. Deswegen haben wir gesagt, wir haben eine endliche Menge von Risiken definiert, erfassen manipulierte Lieferantenrechnungen und anschließend Zahlung an diesen Lieferanten. Das ist ein Risiko, der setzt sich aufgrund von zwei Funktionen zusammen, die zusammentreffen bei einem Benutzer, bei einem Arbeitsplatz und, und. Und so kann ich sagen, aha, das wollen wir behalten, da können wir nichts ändern, so muss der Prozess laufen oder das wollen wir nicht. Das heißt, an der Stelle haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Wir können es nicht technisch lösen, sondern wir müssen hier eine Stichkontrolle machen, eine Sichtkontrolle machen, sodass wir im Grunde eigentlich hier eine Orga-Maßnahme hinterlegen. Und jetzt kommt ein zweites. Wer ist verantwortlich für diese Orga-Maßnahme, nämlich der Leiter Leitung Finanzen? Und ich kann nachher sämtliche Orga-Maßnahmen für Leitung Finanzen ausdrucken, demjenigen in die Hand drücken und sagen, das ist dein Job hier, das hast du mit uns definiert und somit können wir quasi das Thema Compliance Management sehr sauber zuordnen. Wir können mit Plandatum arbeiten, etc. Das heißt, wenn ich hier jetzt mal hier reingehe und schau mal, wie ich das gemacht habe. Das heißt, wenn ich hier sage, ich möchte das Risiko bewerten, dann kann ich sagen, aha, hier, das sollte eine Orga-Maßnahme sein. Sie sehen, ich kann auch sagen, ist kein Risiko. Das lassen wir aber mal bei der Orga-Maßnahme. Halt, jetzt habe ich es ausgemacht. Und dann kann ich sagen, was soll ich denn für Maßnahmen tun? Wir haben hier schon Maßnahmen vorgefertigt. Die kann ich dann an der Stelle abholen. Ich kann eine eigene Maßnahme hinterlegen. Ich kann sagen, wer ist verantwortlich. Und ich kann sogar auch sagen, dafür sollte man einen Report schreiben. Den lasse ich alle 4 Wochen mal raus, um einfach eine Sichtkontrolle zu haben. Das heißt, ich kann hier beliebig viele Dinge formulieren. Ich kann die dann auch hinter dieses Risiko abspeichern. Und dann habe ich im Grunde eigentlich eine saubere Zuordnung. Und damit habe ich jetzt auf einer Ebene eigentlich außerhalb der IT, wo ich keine Maßnahmen mehr durchführen kann, meine Anzahl endlichen Risiken durchgesprochen, bewertet und kann dann auch schauen, hier die Risikoergebnisse. Das sind alle bewerteten Risiken und die kann ich zuordnen, die kann ich ausdrucken und habe dann eine sehr, sehr schöne Übersicht. Gucken wir noch mal. Ich kann auch gucken, nachher im Hintergrund, wem die zugeordnet. Ich kann das Risiken gucken, wo es, hier sehe ich zum Beispiel auch die Transaktionen, die dazu führen. Ich gehe mal weiter. Das ist an der Stelle, warte, ich muss noch mal zurück. Das ist jetzt an der Stelle vielleicht besser. Ich mache da einen bestimmten Bereich, wo wir schon was haben. So. Hier sehe ich zum Beispiel, das ist vielleicht kein gutes Beispiel, muss nochmal ein anderes Beispiel angehen, bearbeiten hier. Ja, hier habe ich ein besseres Beispiel. Hier sehe ich zum Beispiel, woher das Risiko
stammt. Das heißt, ich habe hier einmal die F.28 mit der VA01. Die steckt in dieser Einzelrolle, steckt in dieser Einzelrolle respektive Sammelrolle. Ich habe die VA02 und so weiter. Das heißt, dieses Risiko ist anhand dieser Transaktionskombinationen entstanden. Das ist letztendlich, wenn Sie wissen wollen, wo kommt das Risiko her, können Sie sich das im Detail anschauen und Sie können natürlich auch sagen, aha, wer hat denn all dieses Risiko? Und Sie können dann den einen oder anderen auswählen und sagen, vielleicht sollte man an der Stelle den von der Zuordnung wegnehmen. Entscheidend ist, wenn Sie wirklich dann noch Hand anlegen wollen in den Rollen, hier haben Sie die Information, aber da die Überarbeitung ja schon stattgefunden hat, im Wesentlichen werden Sie da nicht mehr hinwegkommen, verbleibende Risiken einfach an der Stelle sauber zu bewerten und zu organisieren. Das ist die Übersicht. Und gehe ich nochmal auf die Folie. Machen wir schön weiter. Die Folien bekommen Sie, die habe ich auch nochmal bewusst ausgedruckt. So, ich habe jetzt Risikobewertung gemacht. Ich habe organisatorische Maßnahmen hinterlegt. Und das Ganze möchte ich natürlich auch für das Management sauber im Sinne eines Kontrollsystems dokumentiert haben. Das heißt, ein drittes Element dieses QSGen ist ein sauberes Management-Informationssystem, was Sie auch selbst noch gestalten können. Das ist nur bedingt fertig. Das zeige ich Ihnen mal. Und zwar muss ich wieder in das Tool hinein. Jetzt gehen wir mal ins MES. Jetzt haben wir hier mal die Zeitreihe. So, das ist natürlich jetzt von den Daten her rudimentär. Wir haben im Juni, wir haben im August, im Oktober eine Analyse gemacht. Und das ist jetzt zum Beispiel das Gesamtunternehmen. Ich kann hier aber auch einzelne Abteilungen. Und Sie sehen, im Juni habe ich eine Analyse gemacht und habe hier 194 offene Risiken. Ich habe schon die eine oder anderen bearbeitet. Ich habe hier drei organisatorische Maßnahmen schon hinterlegt gehabt im August. Ich habe die Risiken noch einmal ermittelt, jetzt sind es 275 geworden und jetzt werden es immer weniger aufgrund dessen, dass ich immer mehr dieser Risiken bewerte und Ziel ist es dann, überhaupt keinen roten Balken mehr zu haben, sondern all die existierenden Risiken eben zu bewerten, indem ich sage, das ist ein akzeptiertes Risiko, das ist kein Risiko. So kommen Sie nachher von den 60, 70 Risiken, die vielleicht aufgetreten sind, nach einer gewissen Zeit dahin, dass kein roter Balken mehr existent ist. Und jetzt können Sie zusätzlich zu dieser Grafik auch einen sauberen Bericht drucken. Das heißt, ich habe zum Beispiel jetzt hier Gesamtunternehmen ausgewählt. Das ist nochmal dieselbe Grafik. Und wir haben hier einen Bericht zeitliche Entwicklung der offenen Risiken. Und Sie sehen hier, wir haben so und so viele offene Risiken. Das sind die einzelnen Risiken für diese Abteilung. Und das können Sie abteilungsweise machen, das können Sie gesamt machen. Und Sie können das auch als Word exportieren und eventuell die Texte dann noch ergänzen, modifizieren, so wie Sie es dann gerne haben wollen. Und dieser Management-Informationsbericht, das ist dann etwas, wo an die Geschäftsleitung gehen sollte, wo dem Wirtschaftsprüfer in die Hand gedrückt wird. Hier haben Sie eine ganz umfängliche und saubere Dokumentation dieser dann auf der Seite, wo wir hier waren, dann im Einzelnen dargestellten Säulen. Ich kann natürlich hier auch an der Stelle sagen, ich mache jetzt eine Liniendarstellung. Das ist natürlich jetzt hier mit den drei, vier Risiken, die wir hier bewertet haben, nicht aussagefähig. Aber wichtig ist, dass Sie eben so ein Instrumentarium haben. Die Basis dessen, auf der das Ganze aufsetzt, sind im Grunde die Risikomanagement-Ergebnisse, wo nachher hier jedes einzelne Risiko nochmal dargestellt wird. So, jetzt gehen wir nochmal in die Folien rein. Ach, da habe ich noch eine Folie vergessen. Ich habe natürlich auch eine abteilungsweise Berichtssituation. Das heißt, ich kann
bevor ich jetzt alle offenen Risiken bewertet habe, nochmal eine Darstellung, wie viele offene Risiken es gibt, sodass ich auch sagen kann, jetzt mache ich mich erstmal an die Finanzbuchhaltung dran, dann gehe ich an die Abteilung, sodass ich mich dann eben auch stufig da weiterhangeln kann. So, ein Punkt, das hat eigentlich direkt jetzt mit dem Compliance Management nur indirekt, hat direkt mit dem Compliance Management nichts zu tun. Sie erhalten wahrscheinlich in der Basis oft mal die Anfrage, ich brauche noch eine zusätzliche Transaktion. Jetzt haben wir hier so ein Auskunftssystem gemacht, User TCD Quick Check. Das heißt, der Anrufer heißt Albert-K, der hat die Rollen und er will jetzt zum Beispiel noch die F110 haben. So, jetzt geben Sie da oben F110 ein und Sie sehen all die Rollen, wo die F110 mit drin ist. Und jetzt können Sie entscheiden, gebe ich dem jetzt noch eine zusätzliche Rolle, passt die zu ihm, bevor Sie jetzt hier irgendetwas aufbohren. Sie haben hier eine schöne Information, wenn er wirklich die F110, wenn er wirklich Zahlauf machen soll oder Zahlungsvorschlag machen soll, haben Sie hier die Rollen, die das beinhaltet und Sie können ihm sagen, okay, ich steuere dir noch diese Rolle zum Beispiel zu, damit du deine Aufgabe erfüllen kannst. Hier können Sie sehr, sehr schön schnell auf so eine Anfrage reagieren. Ziel ist es mit dem QScan. Ziel ist es, diesen Aufwand zu reduzieren. Das heißt, ich habe immer wieder Aufwand vor jeder Prüfung. Einmal muss ich es natürlich auch mit QScan sauber machen. Denken Sie an Info- und Korrektursystem. Aber dann sind Sie auf einer Ebene, wo Sie einen relativ geringen Aufwand haben. Denn durch eine erneute Prüfung mit QScan bekommen Sie nur das Delta aufgeführt. Sie können natürlich auch in die gesamte Analyse reinschauen, aber Sie bekommen nur das Delta aufgeführt, was innerhalb des Prüfzeitpunktes 2 und 3 sich an Veränderungen ergeben haben und auch nur die Veränderungen werden angezeigt, die dann auch zu einem Risiko geführt haben. Oder wo zum Beispiel jetzt in der Anzeigerolle wieder Bearbeitungsaktivität aufgetaucht ist. Das heißt, Sie haben einen Nacharbeitungsaufwand nach jeder Prüfung für das Delta, was durch die Veränderung dann eventuell kritisch geworden ist. Das ist es der Punkt, wir wollen die IT entlasten und das geht eben nur mit einem Werkzeug. Das geht nicht, indem Sie mit der SUIM oder mit anderen Dingen da einzeln suchen. Und Sie sind natürlich hier auch mit QScan sicher, dass Sie einen Großteil der Problemstellungen automatisiert abgearbeitet bekommen. Sie haben gesehen, Sie kriegen bei jedem Punkt, der neu hochschlägt, eine Maßnahme, was zu machen ist. Sie können sagen, okay, bei dieser Customizing-Rolle oder bei dieser umfassenden Rolle, das ist der Key-User aus dem Fachbereich, der soll die behaben, der soll die haben, das ist kein Risiko. Sie können so wunderschön mit umgehen und beim nächsten Mal ist dieses Problem schon gelöst und taucht nicht neu auf. Wie funktioniert das QScan, ich habe Ihnen am Anfang gesagt, QScan läuft in der Cloud, die Daten sind in der Cloud, aber das ist eine Private Cloud, die mit Benutzer und Passwort gesichert ist. Sie können zwei, drei Anwender für diese Anwendung dann definieren, die an diesen Ergebnissen arbeiten. Sie sagen zum Beispiel, Mitarbeiter 1 ist für FI und CO zuständig. Der zweite ist für die Materialwirtschaft zuständig, das heißt, Sie können das wunderschön aufteilen und haben hier den Anfangsbestand, den Sie dann natürlich schon mit ein bisschen Aufwand bearbeiten müssen, da möchte ich gar nichts verschweigen, aber wenn Sie dann die zweite Prüfung machen und wenn Sie die dritte Prüfung machen, dann wird die Arbeit irgendwann immer weniger. Und was eben auch sehr schön ist, wenn Sie das jetzt im Dezember gemacht haben und jetzt der Dezember steht wieder ins Haus, Sie haben zwischendrin aber auch andere Prüfungen gemacht, können Sie immer wieder den aktuellen Prüfbestand gegen einen beliebigen vorherigen prüfen und sagen, was hat sich denn verändert? Wenn Sie zum Beispiel wieder eine Wirtschaftsprüfung haben, dann können Sie ihm die letzte zeigen und sagen, gegenüber der letzten Prüfung ist dieses Delta entstanden.
Also Sie können, und das können Sie eben mit dem SAP-System nicht, Sie können immer wieder auch auf die Historienbestände zurückschauen und sagen, zeig mir doch einmal die Veränderung gegenüber letztem Jahr oder wann auch immer. Das heißt, hier ist dieser Historienvergleich. Ich wähle die Historiendatenbank aus, also die Referenzdatenbank, gegen die ich den heutigen Stand vergleichen will. Und ich sehe hier, dass etwas Neues hochgekommen ist. Und hier Zuordnung prüfen und gegebenenfalls über Berechtigungsgruppen oder TCD korrigieren. Das muss ich klären. Das heißt, ich sehe hier nur Dinge, die neu hinzugekommen sind, so dass ich jetzt eine kleine Liste nacharbeiten muss und nicht das ganze Portfolio wieder vor mir habe. Das QScan, das sprach ich schon an, private Cloud. Die Daten stecken auch in der Cloud. QScan ist mandantenabhängig, das heißt, die Auswertung geht immer pro Mandant und dann eben lokationsmäßig. Das heißt, wir schauen uns aus der ISO 01 die Eintragung beim Benutzer an und kriegen so die Lokation heraus, sodass ich im Grunde die Benutzer auch gruppieren kann und hier dann selektiv mit meinen Besprechungen vorgehen kann. Intuitiv bedienbar, ich hoffe, das hat sich gezeigt durch die paar Einblicke. Und QScan gibt es in zwei Varianten. Es gibt das Information- und Korrekturmanagement als eine Variante. Das heißt nur für die, die den Blick auf die Rollen haben. Es gibt aber auch die Variante 2, die dann zusätzlich das ganze Thema Compliance Management und Management Informationssystem beinhaltet. Das ist das, wenn ich Richtung IKS gehen will und eine saubere Dokumentation meiner Risiken und eine Bewertung meiner Risiken eben immer wieder vorrätig haben will. Wir reden hier auch von Betrieb. QScan wird lizenziert und zwar, wir haben hier eine jährliche Lizenz. In dem Falle ist es eine einmalige Analyse, die wir machen können. Dann kriegen Sie quasi das Ergebnis dieser Datenbank. Wenn Sie aber eine kontinuierliche Qualitätssicherung anstreben, wir haben das am Anfang gezeigt, nicht nur das erste Mal, sondern auch immer wieder, wie oft sei Ihnen überlassen, dann haben Sie hier einen Preis. Dieser Preis wäre zum Beispiel für 500 SAP-User, zwei QScan-User auf einem Mandanten, würde dann für das reine blaue Information- und Korrektursystem diesen Betrag bedeuten, inklusive Risikomanagement wäre es dieser Betrag. So, jetzt sind wir bei 10:48 Uhr angelangt. Ich würde Sie bitten, Fragen zu stellen und ich bekomme dann diese Fragen per Chat, um sie Ihnen dann zu beantworten. Wir sind auch noch nächste Woche auf dem DSAG-Jahreskongress. Du bist Stand. Dort können Sie uns besuchen. Dort kann ich Ihnen das System oder meine Kollegen auch Ihnen das System nochmal live vorführen. Wir können auch mal so etwas mit Ihren Daten machen, sodass Sie da einen Eindruck haben, wie das Ganze steht. Also, Sie haben auch, das ist wichtig, jetzt keine Veränderung im SAP-System. Sie müssen da nichts implementieren, rauslöschen. Das heißt, es läuft vollkommen unabhängig von SAP. Es gibt einen Export aus SAP, wo die relevanten Tabellen dann in das QScan eingespielt werden. Das ist ein Vorgang, den machen Sie relativ schnell. Da kriegen Sie die ganzen Transporte von uns, sodass wir unabhängig von SAP arbeiten und zu jeder beliebigen Zeit eine Prüfung vornehmen können. So, jetzt gucken wir mal nach Fragen. Eine Frage kam noch, die ist vielleicht noch mal mit dieser, wie komme ich da wieder zurück, mit dieser damit geklärt. Sie können natürlich an der Stelle, wenn Sie auf einem System mehrere Mandanten haben, können Sie das natürlich an der Stelle für beide Mandanten durchführen. Das heißt, Sie können auch das gesamte System überwachen. Sie hätten dann das QScan zweimal in getrennten Datentöpfen, sodass Sie quasi Mandant 1 von Mitarbeiter X und Mandant 2 von Mitarbeiter Y bearbeiten können. Meistens sind die ja auch bewusst getrennt,
weil sie in verschiedenen Verantwortungsbereichen sind. Noch irgendwelche Fragen? Mal gucken. Ich sehe, es sind keine weiteren Fragen. Wir haben Unterlagen dazu. Sie bekommen jetzt auch die PowerPoint von meiner Kollegin von IB Solution zugeschickt und Sie haben meine Kontaktdaten. Machen Sie davon Gebrauch, sodass wir an der Stelle ein Stückchen weiterkommen, um Sie sicher in dem ganzen Berechtigungswesen aufzustellen. Ich bedanke mich, wünsche einen schönen Tag noch und hoffentlich bis nächste Woche in Leipzig.